Naja, so wie unsere Protagonisten oder überhaupt die ganzen Charaktere in Handshakers einen Pakt schließen dadurch, dass sie sich an den Händen greifen und eigentlich nie wieder voneinander getrennt werden können, haben wir es genauso in, haben wir genau solche Pakte auch in Spirit Pact, wo unser Protagonist irgendwie reingeschustert wird, darin sogar mit Ringen, wo ich auch gedacht habe, okay, müssen das jetzt Ringe sein? Und darüber Wird KKU, was für ein blöder Name, gebunden an Ki Tanmoku. Ki Kitanmaku Tanmoku. an den Ja. Kopf einer riesigen Exorzistenfamilie gebunden. Aber das, weißt du, die Story drumherum, die Hauptstory ist mir eigentlich scheißegal, weil ich liebe den Typen einfach so, diesen UKKer, weil der ist einfach so durch. Der Kann ist ich mir einfach so vorstellen. schwachsinnig und blödsinnig und wahnsinnig und ich liebe es einfach. Ich will auch was dazu sagen. Und zwar die erste Szene, nachdem er von diesem schönen LKW überfahren wurde. Weißt du, das erste, was man nach einem Tod macht und wenn man wieder aufersteht, natürlich, oh, was habe ich denn für eine schöne Haut? Oh, wer ist denn der süße Junge da im Spiegel? Oh, das bin ja ich. Oh, guck dir diese schöne Haut an. Oh, fuck, warum liege ich da tot? Ah, oh, dieses sorgenlose Leben, dann später noch, fuck, was macht der Typ? Fährt mich einfach um, jetzt stehe ich hier in meiner Geistform. Und als er dann seinen Kopf durch die Wand steckt und sagt, ja, ich warte auf meine Chance, wiedergeboren zu werden. Ich werde in irgendein Kindesleib reinrutschen und spannt da in das Zimmer, weißt du, wartet, bis die Frau gebärt, weißt du? Das sieht irgendwie für mich aus, als, naja, als hätte er es voll Ich habe nötig. ehrlich gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass was ist das Erste, was du meinst, was ein Charakter macht, der gerade festgestellt hat, dass er ein Geist ist? Irgendwo spannen gehen in die Frauenumkleide oder sonst was. Ich dachte, er wäre da irgendwo in so eine Räumlichkeit, hätte er reingeguckt. Und dann die Feststellung, nein, der meint, nur weil er anwesend ist als Geist, wenn niemand geboren wird, könnte er so wiedergeboren werden. So die Logik, beziehungsweise das Fehlen der Logik drin, ist einfach so. Ach, er ist einfach so gut. Und auch später, als er dann von dem Dämon gefangen genommen wird, von seinen Shadow-Unterleuten, und es geht quasi darum, der wird verrecken. Und der Exorzist sagt halt, hier, komm, geh den Pakt mit mir ein. Und dann kannst du überleben. Leck mich am Arsch! Das mache ich nicht! Verreck lieber! Einfach das Fehlen vom gesunden Menschenverstand quasi. Anstatt zu sagen, okay, ich will überleben. Nein, nein, sein Stolz. Das ist das Wichtigste. Ich nehme doch keinen Ring von dem Typen an. Ach ja. Und dann nimmt er den Ring doch an. Alles explodiert. Und macht wunderbare Macht. So, das Backstory von dem Typen ist ja auch interessant, ne? Der Anfang schon, dass er Abstammung ist von so einem hochgesetzten Exorzisten. War das der erste Exorzist oder nur ein guter Ui, Exorzist? guter. Ein Weiß guter. ich gar nicht mehr. Wie heißt der nicht Sammy mit Nachnamen? Auf jeden Fall so ein richtig guter. Stimmt. Also so ein richtig guter Exorzist, ne? Und das kann ja noch was werden, Alter. Jetzt, wo er den Ring angelegt hat, weißt du, die zwei Ringe waren ja für ihn. Die hat er sich an den Ringfinger und an den Daumen gemacht, glaube ich, war das. Und da gibt es ja diese massive Lichtexplosion. Och Gott, waren das jetzt seine Kräfte oder die Kräfte von dem anderen Kombination in Typen? irgendeiner Form. Ja, aber alleine die Tatsache, dass er konnte ja irgendwie nur Vorhersagen machen, Wahrsagen, so ein bisschen. So ein Und jetzt bisschen. wird wahrscheinlich die ganze Kraft seiner Blutlinie herauskommen in dieser Form und Badass. Dämlicher Badass. Und ich kann mir schon denken, wie die nächste Folge verlaufen wird. Und zwar Auftakt beim Frühstück. Der Geist sitzt am Tisch und will frühstücken. Fuck, nein! Geht ja gar nicht. Was geht das? Irgend so eine Szene wird in der Naja. zweiten Folge auf jeden Fall vorbeikommen, dass er irgendwas essen will, es aber nicht kann Ja, und dann anfängt zu in heulen. der Tat. Definitiv. Der Typ hat ja sein Leben lang als arme Kirchenmaus gebettelt, ja? Dann sieht er den vom hohen Haus. Er muss ja jetzt an ihn gebunden sein. Und dann sieht er sein Frühstück und will unbedingt reinhauen. Und es funktioniert nicht. Und ich bin mir definitiv sicher, das wird in der Die zweiten ganze Folge Folge wird passieren. sich nur darum drehen. Nicht unbedingt die ganze, aber irgendeinen Teil davon. Da bin ich mir sicher. Na, vielleicht wird's auch ein Running Gag.
dass er einfach, ja, dass er es einfach verdrängt und immer wieder versucht, Dinge zu tun, die er normalerweise als Mensch tun könnte, aber weil er ein Geist ist, kann er das nicht tun. Und dann, ah, ich bin ja ein Geist. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber es wäre halt zu erfahren. Gut, dann weiter. Und zwar, wer noch ein einfaches Leben gewählt hat, nachdem er einen total unnötigen Tod gestorben ist. Oh mein Gott, es ist so, als hätte sich jemand Gedanken dabei gemacht über die Reihenfolge. Wir müssen Gott später noch verdanken. Oh, das ist kein Problem, Flash. Eine Liste von Gott zu unserem, egal. Ein sorgloses Leben hat sich auch ein anderer Junge gewünscht, der an einer Herzattacke gestorben ist, weil er dachte, jemand wäre überfahren worden. Ja. Kommen wir nun zu Konosubarashi Sekai ni Shukufuku Volume 2. Zweite Folge, die macht genau da weiter, wo der erste Teil aufgehört hat. Total blöd und beschissen. Erstmal, die erste Staffel hat ja so geendet, dass er da war, gefeiert als Held. Ey, er hat's geschafft, er hat diese Riesenbombe weggeschafft. Und dann steht da diese Anwältin vor ihm. Ja, du hast das Haus von dem so und so Typen in die Luft gejagt. Jetzt bist du am Arsch, Alter. Ersten 5 Minuten. Ja, scheiße. Ja, wo ist denn mein Glück hin? Alle stehen so zu ihm. Ja, er ist doch der Ritter der Welt. Ja, komm schon, du schaffst das. Und dann so, wollt ihr alle ins Gefängnis. Er war schuld. Er ist schuld. Er ist der Verwundete. Da nimmt ihn. Ah. Und als er rüber zur Thekenfrau schaut, ne, sie so, steht ja ganz allein, sie kann ja nicht irgendwo weggucken. Fuck. Oh, der guck Staub. Mal, der Staub. Redet die mit dem Staub? Ah, das fängt genauso blöd an, wie es aufgehört hat. Nur Schwachsinn in dieser Folge. Okay, bis auf den Ende. Ich liebe einfach diesen ganzen Blödsinn in Konosuba. Das ist auch, warum ich auch, ich sag jetzt mal, Blödsinn-Charaktere so mag, ist einfach, oder Animes, die sind nicht gut vorhersehbar. Bei Konosuba, das folgt keiner wirklichen Logik. Normalerweise hast du es in Animes, da kannst du, ne, in der ersten Folge schon sehen, wer in der 5. Folge nachher sterben wird. Grimgar. Das kannst nur du, Alter. Diese Vorhersehkraft. Oder wer denn der Verräter ist. Es ist halt einfach, irgendwo inspiriert man sich immer an anderen Charakteren und wenn, ja, es gibt halt gewisse Tropes, die man einfach bringt, die halt durch alle Animes geht. Zundere Charaktere, Yandere Charaktere. Du weißt schon ungefähr, wenn erstmal implementiert ist oder festgestellt wurde, der fällt in diese Kategorie dieser Charakter, dann kannst du ungefähr absehen, wie dieser Charakter sich verhalten wird. Und es gibt halt Charaktere, die für gewisse Dinge gebraucht werden. Der Rivale eines Protagonisten wird meistens dafür benötigt, um zu zeigen, inwiefern er kämpft dann gegen Gegner, die der Protagonist auch hat, verliert aber, um zu zeigen, wie stark dieser Gegner ist, um dann aber zu zeigen, dass der Protagonist noch stärker ist, um einfach, ja, ihn noch mächtiger aussehen zu lassen. Und das hast du einfach überhaupt gar nicht da. Die sind alle total wahnsinnig, die sind total blödsinnig und man weiß nie, was passiert, alleine wenn ich daran denke in der ersten Staffel. Ja, ich habe jetzt einen Fluch auf seinen Freund gemacht. Du musst in mein Schloss kommen und durch alle meine Admiräle oder sonst was kämpfen, Leutnants, keine Ahnung, um dann gegen mich zu kämpfen, wo du denkst, alles klar, du kannst genau sehen, was in den nächsten Folgen passieren wird. Und dann kommt Aqua. Zing! Ja, der Fluch ist weg. Ich kann das. Und es ist einfach so, plötzlich, alles weg. Und du hast keine Ahnung mehr, was passiert. Und auch einfach, wie die mit diesem Schwachsinn umgehen und mit was für einer Leichtsinnigkeit die auch an ihre Situation rangehen. Aqua kommt zum Gefängnis, will ihn befreien. Hier, ich hab den Dietrich mitgebracht. Ja, super! Nur, dass das halt ein Zahlenschloss ist. Und weg damit, ich leg mich wieder pennen. Sie sitzt einfach. Und dann am nächsten Tag, eine Säge. Geil! Aber ich komme nicht an die Gitter ran. Ja, ich hab einen super Plan. Er braucht diese Box. Unbedingt. Aus Gründen. Und weg mit der Säge. Ich leg mich wieder pennen. Ach, einfach. Einfach. Ich liebe ihn. Ich liebe Konosuba. Wunderschön. Das Ende fand ich. Ich fand die Szene mit dem Frage- und Antwortspiel mit dieser Glocke geil. Ja. Weißt du?
Alter. Das. Aber das hat er ja auch gut gedreht, ne? Die erste Frage war ja von ihr: Hast du Verbindungen zur Dämonen, vom Dämonenlord und seiner Armee, ne? Ja. Da hat sie gebingt. Und dann am Schluss kam er dann auf die Idee. Wie war seine Antwort? Ich habe nichts zu tun. Nein, mit dem, ich arbeite nicht für den Dämonenkönig. Oder so. Also er hat spezifisch auf den König eingegangen und nicht auf seine, auf die Handlanger, um halt nicht die Dame damit in Kontakt zu bringen. Das Magierin. Das General, das Ex-General. Was mich bei solchen Sachen immer interessiert, ist bei Lügendetektoren oder Sachen, die halt die Wahrheit irgendwie hervorbringen sollen, ist immer schwierig, was genau bringen die zum Vorschein, wann schlagen die an? Kennen die wirklich die allgemeine Wahrheit über alle Dinge? Das heißt, keine Ahnung, wenn du Fragen zu irgendwelchen Naturgesetzen stellst oder sagst, die Gravitation auf dem Mars ist, also Dinge, die du gar nicht weißt und die du liegst falsch, können die das auch messen? Oder stellen die fest, wann du meinst, dass du falsch liegst? Was ein riesiger Unterschied ist, weil wenn du dich nämlich selber davon überzeugst, dass etwas stimmt, zum Beispiel ein jemand, der stark an Gott glauben würde, wenn der sagt, Gott existiert, schlägt die Glocke an oder nicht. Was im Endeffekt erstmal heißen würde, mit dem Ding kannst du, wenn es allgemein die Wahrheit wiedergibt, kannst du alles beweisen und widerlegen. Das heißt, es gibt nirgendwo Zweifel dran. Extrem mächtig würde einfach das ganze Ding... Oder es ist halt... Es bezieht sich auf das, was der Angesprochene meint, was wahr ist. In dem Fall würde es nicht klingeln, weil der so stark daran glaubt, der festen Überzeugung ist, Gott existiert. Und deswegen ist es für ihn wahr. Nicht aber unbedingt allgemein die Wahrheit. Was dann allerdings wieder dazu führen müsste, dass wenn er gemeint hat, dass er nichts, also vergessen hatte, dass er Kontakt zu jemandem aus dem Stab des Dämonenkönig hatte, in dem Moment also für ihn die Wahrheit war, dass er keinen Kontakt zu denen hatte, hätte es eigentlich nicht aufschlagen dürfen. Aber vielleicht machen sich Leute da auch nicht unbedingt so viel Gedanken drüber wie ich. Nein, macht keiner. Komm doch, super. Endlich geht der Schwachsinn weiter. Totaler Schwachsinn vorprogrammiert. Gut, dann... Überleitung. Tja, ich habe mich ja schon nur vorbereitet. Konosuba ist ein Anime, bei dem man nichts vorhersehen kann, wo keine wirklichen Hinweise drauf gedroppt werden, was mit dem zu tun hat, was später passiert. Eldlife hingegen ist ganz anders. Da kommen Hinweise links und rechts, da siehst du morgens schon, wer abends stirbt. Da sind so viele Hinweise einfach. Man möchte es dadurch spannend machen irgendwo und so, na, könnte es, aber es ist sehr, sehr, sehr direkt. Sehr, 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 sehr direkt. Zum Bleistift. Irgendwo sah es so aus, als hätten sie versucht zu verheimlichen, dass seine Klassenkameradin zu dieser Institution gehört, zu diesem Space Police Offizieren, weil zu Anfang hat man sie nicht ganz gesehen, also nur so ein bisschen schemenhaft. Und später im Schiff hat man auch nur irgendwie, ja, die Hälfte ihres Gesichts gesehen und ihre Stimme gehört. Und dann erst ganz am Ende wurde aufgedeckt, oh mein Gott, das ist seine Klassenkameradin. Aber man wusste es in dem Moment schon, als man die das erste Mal in der Halle gesehen hat. Und dann danach nochmal in der Schule. Die Tatsache, dass seine Lehrerin das Alien ist, war... Gut, dafür habe ich, muss ich selber sagen, ein bisschen lange gebraucht. Ich war halt abgelenkt von einem anderen Charakter, auf den komme ich gleich auch noch. Aber natürlich, dass es so ölig riecht, wenn sie in der Nähe ist, hatte er schon in der Schule gesagt. Okay, gut, das hätte auch wegen dem Kochkurs sein können. Und dann, als er wieder zur Erde geschickt wurde und es hieß von wegen, ich bin ja in meiner Nachbarschaft, heißt das, der ist hier in der Nähe, war klar, es war jemand, den er kennt. Es gab noch einen anderen Charakter, der mir irgendwie erst in den Sinn kam, der halt hervorgehoben wurde. Und dann, als es dann plötzlich wieder hieß von wegen, ach, es riecht hier ölig, war so, klar, die Lehrerin. Weil die sich auch so komisch verhalten hat. Aber der Schüler, den sie dabei hat, der, wie heißt der, Tenmu, bla, blub. Ja. Irgendwie sowas. Der war auch suspekt. Der, ich sag dir, der weiß Bescheid. Das wird
höchstwahrscheinlich ein Charakter sein, so wie man es aus Tuaro Majutsu no Index kennt, also Certain Magical Index, der Sunglasses Sunny Surferboy Typ, falls du dich an den erinnerst, der ja eigentlich nur ein Ja. Klassenkamerade ist, aber dann stellt sich raus, dass er Spion für mehrere Seiten ist und eigentlich total drin ist und alles über alles Bescheid weiß. Und das wird, denke ich, mit dem genauso passieren. Auf welcher Seite er dann stehen wird, keine Ahnung. Ich denke auf jeden Fall auf der Seite des Protagonisten. Ich finde es auch sehr schön, dass ich die ganze Zeit einfach von Protagonisten rede, weil ich mir die Namen noch nicht gemerkt habe. Ich hoffe mal, dass das beim nächsten Mal anders ist. Aber ich musste mir so viele Animes angucken. Ja, und das ist Gibt halt nicht zu auch viele. was überdeutlich gezeigt wird. Was ich am Gut. Allergeilste, wolltest du kurz noch was sagen, bevor ich das, Nee, mach wach, wo mach ich weiter. richtig ausgerastet bin, war die Szene, wo gezeigt wurde, dass das im selben Universum ist wie Hitman Reborn. Jetzt nicht aufgefallen. Inwiefern, meinst du, hast du da was Nicht gesehen? meine ich, ich weiß es. Es gibt eine Szene, in der läuft er die Straße entlang und dann ist da, er kommt an Fernsehern vorbei, an einem Schaufenster mit Fernsehern und da wird halt gerade erzählt, Berichten zufolge wird der neue Kopf der italienischen Mafia aus Japan kommen. Und ich dachte jetzt, Moment, habe ich mich hier verhört? Moment, nochmal zurück. Gestoppt, angeguckt und du siehst dann, ich erinnere mich nicht mehr an die Bodyguards, die da stehen, aber du siehst den neunten Kopf von der Vongolo-Familie da stehen. Das ist der definitiv. Und ich habe nachgeguckt, es gibt ein Crossover-Special. Das heißt, die sind definitiv im selben Universum. Sehr interessant, ob die dann auch schöne Auftritte bekommen. Ja, erstmal Kopfexplosion. Es ist ja interessant, aber inwiefern stehen sie dann zueinander? Der eine Space-Polizist, der andere Mafia-Gott, Vor allen Dingen, Imperator. ich weiß nicht, inwiefern mir die Idee gefällt, Aliens in die Welt plötzlich zu implementieren, dass jetzt die Welt von Hitman Reborn Aliens beinhaltet. Wobei, das ist gut. Die haben später mit Leuten, die irgendwie in der Zeit reisen oder durch Parallelwelten. Also es war schon etwas abgespaced sowieso. Ja, aber Aliens ist nochmal irgendwie eine ganz andere Nummer. Noch mehr Sachen, die ich irgendwie damit verbunden habe, waren im Schiff. Gibt es einen Charakter, der aussieht irgendwie wie so eine kleine Puppe? Da muss ich an Reborn denken, als ich den gesehen habe. Und ich meine, der Synchronsprecher der Dreiecksköppe. Der hat nicht so lange geredet. Eventuell wollte ich es auch einfach nur hören. Keine Ahnung. Also du meinst, das wäre dann der Reborn-Sprecher? Ja, wobei es für mich mehr Sinn ergeben würde, wenn der andere das macht, aber weiß ich nicht. Wie gesagt, vielleicht wollte ich es auch einfach nur hören. Gut, dann will ich jetzt noch was dazugeben. Und zwar, was ich ganz cool fand, was mir meinen Tag versüßt hat, war das Hühnchen. Das schnucklige kleine Hühnchen, was die Luftschleuse mit seinem Ja. Schnabel geöffnet hat und den Typen ins Weltall rausgepustet hat. Ich dachte mir, yay, ein sprechendes Hühnchen. Besser kann es nicht werden. Pass auf, das verwandelt sich dann in Aufträgen in das Hühnchen aus Little Witch Academia mit Aber Feuerspeien, locker. Schlangenschwanz. Steinspein. Feuer, ja. Und ja, noch ewig viel Gadgets. Und riesig. Und gigantisch. Was mich auch noch sehr gefreut hat, ist die Synchronstimme von was auch immer das für ein Viech ist, was da aus seinem Bauch plötzlich kommt. Also die Stimme, die er die ganze Zeit hört. Ah, das, ja, das zundere Stimme. Was, Zundere? Nein, nein, nein. Das ist die Synchronsprecherin Ja, ja. von etlichen Zundere Stimmen bei. Oh fuck, ich hab sie gerade nicht alle da drin. Diese eine mit diesen Flammenenergie und hast nicht gesehen, Totenwelt, Shoko no Shana. Nee, halt, wie heißt das? Shokugano-chan? Ja, Ernsthaft? genau, die Sprecherin mit den roten Haaren, das ist die. Bin ich mir sicher. Das muss ich. Ach, Shokugano-chan. Das muss ich jetzt mal eben. Und die Tiger aus diesem anderen Romanz-Ding. Ach Gott, wie heißt der denn jetzt schon wieder? Das ist dieser Protagonist, der wie ein Gangster aussieht, da mit dem Gesicht und so. Habe ich nicht gesehen. Du hast recht! Und Das ist die Synchronsprecherin von Shanna! warte, da gibt's noch ein paar, warte.
Auf jeden Fall hat ihn nur Zundere Charaktere geaudiotitiert. Naja, der mir am... Geiles Wort. Also den Charakter, den ich damit am meisten verbinde, anscheinend nicht, weil ich sie das erste Mal damit gehört habe, weil ich habe Shakugan no Shana vorher gesehen, ist Kagura von Gintama. Ah, ja. Was halt auch wieder ja, doch, so ein wunderschöner Blödsinn-Anime ist. Und ja, sie auch Character Traits, also der Charakter, den sie da jetzt spricht, auch so ein bisschen ja, kindlich angehaucht von ihrer Denkweise her und geht in Richtung Kagura vom Charakter her, finde ich. Und das finde ich, weil Kagura ist einfach auch ein geiler Charakter. Finde ich das sehr, sehr, sehr lustig und interessant. Bin auch sehr gespannt auf die Dynamik der beiden. Das wird sich ja eher so... Aber anscheinend sind die ja schon etwas länger irgendwie zusammen oder so. Also Dynamik sollte da sein. Jetzt, wo er die Kraft von ihr entfesseln kann, wird es bestimmt nochmal einen Tick interessanter. Ja, aber die werden immer wieder aneinander stoßen. Einfach weil muss. Weil auch Comedy-Aspekte. Weil einfach mit sich selbst reden, ne? Das ist auch eine Sache... Ich meine, Mann, ist der Typ doof. Weil, okay, entweder ist er doof oder die Stimme ist einfach wirklich nervig, was, wenn sie wirklich Character Traits von Kagura hat, durchaus sein kann. Aber es ist, wenn du seit klein auf diese Stimme hörst, feststellst, das ist nicht das Normale. Und dann gewöhnst du dir doch zwangsläufig irgendwann an, zumindest zu flüstern irgendwie. Warum rastet er immer so aus, sobald sie was sagt? Und schreit direkt, egal was, schreit er sie an. Warum? Das ist eine Sache, da meint man auch vielleicht, hätte er sich das abgewöhnt. Aber gut, das wäre natürlich auch nicht so lustig. Und auch nicht so peinlich. Was kann man da noch sagen? Als ich das geschaut habe, ich kam mir ein anderer Anime in den Kopf, so diese zwei Mädchen in diesen Uniformen verfolgen das außerirdische Untier. Da kam mir auch sowas in den Sinn, und zwar dieses total auf Kleinkinder abgespielte Serie von, oh Gott, heißen die nochmal? Die habe ich früher auch mal geguckt als kleines Kind. Scheiße, wie hieß denn das? Das kann ich dir leider nicht sagen. Pretty Cure, glaube ich, war das. Der Name sagt mir irgendwie was, aber... Warte, wie alt ist der? 2004 bis 2005. Müsste passen eigentlich. Oder war das noch vorher? Das war, glaube ich, noch vorher. Egal. Das kam mir da auch noch in den Sinn und ich dachte mir, ach nee, bitte nicht, bitte nicht. Gut, hat sich alles zum anderen gewendet. Und was jetzt noch kommt, ist jetzt halt diese Frage. Das Viech, als das aus deiner Brust kam, dieses Alien-Verschnitt, hat ja gefragt, du kannst mich sehen? Spaß? Ja, ich kann dich sehen mit meinen zwei gesunden Augen. Was dann jetzt die Frage wäre, kommt das Ding auch mitten in der Öffentlichkeit raus? Oder muss er es wegpacken? Naja, aufgrund der Tatsache, dass... Ja, die Frage dahinter ist, warum kann er es sehen? Liegt es daran, dass er durch diese Synchronisation es geschafft hat, ihre Macht oder sie zu materialisieren? Oder ist er einfach dadurch, dass er sich mit ihr synchronisiert hat, einfach nur in der Lage, sie zu sehen? Das heißt, sie war schon die ganze Zeit da, er konnte sie nur nicht sehen. Dann hätte er nicht das Problem mit, weil normale Leute sie dann nicht sehen würden. Ja. Und sie haben ja auch von dieser SPH geredet, was auch immer das sein soll, dass die Werte sich dann bei ihm erhöht haben. Eventuell können halt... Naja, wohl. Nee, das ergibt eigentlich auch keinen Sinn. Weil wenn Leute mit hohen... Nein, mir fällt gerade ein, wenn Leute mit hohen Werten sie so oder so sehen können, also es einfach nur daran liegt, dass dieser Wert sich erhöhen muss, dann hätten die in dem Raumschiff ja direkt schon feststellen müssen oder sie schon direkt sehen müssen, weil die haben ja höchstwahrscheinlich hohe Werte da drin. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie die nicht sehen konnten, ja, mag es eher daran liegen, dass er sie durch die Synchronisation materialisiert hat. Ja, wer weiß, vielleicht fühlt sie ja ein bisschen wie Parasite. Oh Gott, nein. Parasite war viel zu düster, der darf so nicht enden, das Ding ist heller. Nein. Im Sinne von?
Parasite Ach so. In Light in einfach nur, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen. Aber sie übernimmt, ich meine, alleine schon die Tatsache, dass sie keine Kontrolle über seine Körperfunktion übernimmt. In irgendeiner Form. Und auch nicht so grausig aussieht, aber ja, die irgendwie, wenn die kommunizieren miteinander und wenn sie wirklich sichtbar sein sollte für alle, wie er damit umgeht, ja, sie zu verstehen. Das meine ich. Was natürlich für. Ja, ja, gut. Bei Parasite ein bisschen einfacher war, weil er hat es dann einfach als Hand getan. Ja, ja, er konnte nicht anders, sagen wir es mal so. Gut, gibt's noch was? Nö. Ich würde sagen, wir bleiben gespannt, was jetzt in den nächsten Tagen kommt. Mir bleibt nur noch zu sagen, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Sehe ich auch so. Das wird jetzt auf jeden Fall eine schöne Woche mit neuen zwei Folgen, wo alles geklärt wird. Ob sich das Leben lohnt, werden wir sehen. Wow, das machst du daran ab, wie die zweite Folge von Animes aussieht? Ja. Erste Folge Eindruck, zweite Folge... Lohnt sich das Leben noch? Lohnt sich das Leben noch? Wenn nicht, dann muss ich auf mich einfrieren und auf die nächsten Anime-Season warten. Alles klar. Naja, hallo. Ich hab auch noch Träume. Zum Beispiel die zweite Staffel von My Hero Academy. Die soll eventuell April 2017 rauskommen. Da kannst du mal sehen, wie lange ich noch eingefriert werden muss. Das lohnt sich nicht wirklich, dafür eingefroren zu werden. Schön, hast recht. Ich muss mich bis Sommer nächsten Jahres einfrieren, damit ich alle Folgen direkt schauen kann. Alles klar, mach das mal. Am besten wäre irgendwie jetzt so Koma, Unfall, 10 Jahre lang nicht schlafen und dann aufwachen. Und dann alle Animes gucken. Dann habe ich erstmal den Bart, den ich gerne wollte, die langen Haare, die ich mal ausprobieren wollte. Vorausgesetzt, sie rasieren mich nicht. Stimmt, das muss ich auch noch aufschreiben. Im Falle meines Komas bitte nicht rasieren. Naja, wenn ich aufwache, will ich so Wikingerbart haben oder sowas. Den ich dann flechten kann, wie Obelix. Ah, alles da. Und dann kann ich mir alles anschauen, was ich will, weil da alles schon da ist. So, fertig? Oder Outro? Auf Wiedersehen, meine lieben Leute. Das war schön mit euch. Wer sich's angehört hat, Entschuldigung für die blutenden Ohren. Mögen sie gedeihen und heilen. Alles klar, dem kann ich nichts weiter hinzufügen. Viel Spaß bei all euren Animes. Und wir hören uns in den nächsten Videos. Tschüss.